Hallöchen und willkommen zurück bei GTA Online mit dem Saraza, dem Dennis und dem Currywurst. Oh. Ja, Tobi ist leider immer noch nicht wieder dabei, aber bald bestimmt wieder. Ja. Ja, und wir wollen einen geheimen Ort aufsuchen heute. Der Lasergurke hat uns davon erzählt. Und ich glaube, wir fahren erstmal hin. Was könnte das denn sein? Wir haben einen Polizeieinsatz, Freunde. Eine Razzia, kann man schon mal verraten. Müssen die Typen könnte man sozusagen. So sagen. Willkommen bei Altes Live. Das hätte auch gut zu einer Diskussion gepasst, die wir vor ungefähr 20 Folgen geführt haben, ne? Ja. Genau. Vielleicht weiß der eine oder andere schon Bescheid. Passt, haben wir alles auch schon in Far Cry 3 abgebrannt. Jetzt hast du aber genug Hinweise gegeben. Das reicht. Oh, ist anscheinend weiter draußen. Alter, ich weiß, wo du bist. Ja, ist ein ganzes Stück. Boah, das sind 6 Kilometer. Ah, da können wir was erzählen unterdessen. Ja. Ne? Was ist denn so bei euch? Was geht ab? Wie ist das Wetter? Schön. Ja, also, schön. Das ist ja toll, das reicht. Okay. Du denkst, der Rest der Folge einfach nur stillschweigen. Das war's mit dieser Episode. Wir sehen uns wieder. Nee, aber man kann ja mal in die Kommentare schreiben, wie es heute dem User geht, den lieben Zuschauer, und wie denn das Wetter bei einem ist, weil, ja, es ist ja immer, es regnet mal, dann scheint die Sonne. Ja, das hat die Welt so an sich, ne? Ja, aber ne, mal wir regnet, haben jetzt bald Sommer fast. Hm. Mal scheint die Sonne, mal regnet's. Regnet's denn viel in Los Angeles? Nie. Doch, nie? Klar, aber wenig, sehr wenig. Ja. Also in Los Santos und Los Angeles regnet's echt sehr wenig. Ich muss sagen, das Wetter ist hier halt auch super geil. Und da wir ja auch einen Pool haben, kann man hier morgens so richtig sich schön einen Pool werfen. Aber es ist nicht so, dass es irgendwie nachts mega heiß ist. Du musst ja schon ein Jäckchen oder kannst im T-Shirt noch rumlaufen, aber das war's dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass du hier in Badehose nachts unbedingt am Pool chillst, wenn's wasserkalt ist und so. Aber geht natürlich auch, ne? Kann man auch machen. Wie ist denn euer Pool? Wobei die Tage ist es auch unterschiedlich. Sehr schön. Hat man ja wahrscheinlich schon gesehen. 1,70 so an der tiefsten Stelle und der kürzesten so, würde ich sagen, 1,30, 1,20. Nice. In der flachsten. Also haben wir schon gesehen, Jesus ist ja schon übers Wasser gelaufen. Ja, Jesus ist schon übers Wasser gelaufen. Ja, den Trick habe ich auch drauf. Und dieselbe Frisur habe ich auch. Und denselben Bart. Ja. Jesus ist schon ein cooler Typ. Ist absoluter Hipster. Sunglasses. Ja, Jesus mit seiner Sonnenbrille. Boah, wir sind aber echt super abgelegen hier, ne? Ey, nicer Song, ne? Die sind auch neue Tracks, oder? Ja, die haben für GTA Online ein paar neue Songs aufgenommen. Und auch so Hammer. Musik, wenn du zum Beispiel Missionen machst und alles, haben sie das auch neu gemacht. Echt cool, dass sie das nochmal in die Hand nehmen. Und ich muss sagen, wir hatten bisher, obwohl ich in den USA bin, null Serverprobleme. Ja. Ne, wir können hier super zusammenspielen, das funktioniert super. Ja, kann man echt nichts sagen. Nee, es ist top. Es ist einfach top. Und das muss ich denen lassen, den Jungs von. So oft wie ich mich schon über die Server aufgeregt habe, ja, muss ich sagen, hier funktioniert es echt toll. Also ich nehme den Mund aber lieber nicht zu voll. Ne? Genau, vielleicht haben sie wirklich was gemacht. Nach dem Glamour-Update. Die Performance ist auch besser. Ich hoffe, dass wir hier jetzt richtig sind. Ich hoffe es auch. Oh, das war am Arsch der Welt. Und sieht besser aus. Kommt erstmal so voll die Matschtextur. Jetzt muss ich den Lasergurken nochmal fragen. Oh, hier ist ein Gangangriff, ne? Ja? Gangangriff? Ja. Oh, die Officer müssen zum Einsatz kommen hier. Ah, guck mal da. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier los? Geheime Felder. Also, wer ist denn da? So, erstmal Gangangriff. Los geht's. Was ist denn hier los? Oh, Schießerei, Schießerei. Deko, Roger. Alter, was geht denn bei denen? Stirb, du Bastard, stirb. Ich bring euch alle um. Polizei, runter auf den Boden. Gib ihm hart, ey. Boah, da oben. Down. Nein, sie haben mich. Leute, nein. Polen. Benjamin, rächt mich, tot. Rächt mich. Du bist nicht umsonst gestorben. Ihr rächt mich. Kalte Schnauze, kalte Schnauze. Boah, die sind überall. Die sind einfach Fuck überall. Fuck da weg. Also unsere Polizeikarriere, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ah ja, wir sind jetzt auch wie so wild gewordene Höllenhunde reingegangen. Wie Doc auf RTL 2. Oh, da haben sie mich schon wieder. Ja, der Benny, also Benny. Aber ich nehme auch immer viele mit. Wohin? Bestanden. Ja, Mann, wir haben den Gang. Wir sind die Gang. Ich habe einen Kill. Obwohl, nee, das sagt, weil ich gestorben bin. Oh, ich habe einen Kopfschuss. Sind. Oh, Kopfschüsse 6. Wir hatten natürlich mehr. So, jetzt müssen wir erstmal sicherstellen hier. Oh ja. Was ist denn hier los? Ach, guck mal. Oh, ne.
Was jetzt ist das weiß ich, wieso. Denn hier? Und die verschwinden. Laufen wir dagegen, laufen wir dagegen. Die verschwinden. Hat jemand, wir müssen die alle hier natürlich zerstören. Hat jemand mal Feuer? Ja, warte mal. Willst du rauchen? Oh, falsches Feuer. Ich möchte inhalieren. Immer einen durchziehen, weil ich werfe da mal Tränengas hin. Das ist doch kein Tränengas, Alter. Oh ja. Ja, Mann. Oh, das jetzt haut haben wir voll so alle rein. Platt gemacht. Alles Police vernichtet hier. Helikopter, oh. Smoking Marihuana. Weißt du, wie das geht hier? Weißt du, wie das hier geht? Geh mal weg, Benny. Ich zeig dir, wie das geht. Pass auf. Warte. Wie es daraus raucht aus der Hütte. Oh je, oh je. Oh, nimmst du einen ganz tiefen Zug. Aber mir stimmt irgendwas nicht. Alter, du bist so ein Mongo. Ah, meine Waffe. Sie ist voll. Hör auf. Dreckiger Mongolitenarsch. Hör auf. Die Ganja Farmer. Benni, weißt du, was mir aufgefallen ist? Hm? Wir haben lange nicht mehr gecatcht, Alter. Ey. Gib mir eine Chance. Benni. Komm her. Ey, was war denn da los? Curry, warum bin ich durch die Luft gewirbelt worden? Ich wollte den Dennis töten, da. Aua. Was war das? Die Wurst flippt wieder aus. Ich hab damit nichts zu tun. War das jetzt die Grasplantage, die ach so ja, das tolle? War der Wahnsinn. Das war ja voll lächerlich. Ey, die Pflanzen stehen wieder da. Haben die da 7 Pflanzen und starten dafür einen Gangangriff oder was? Ja. Ist ja wohl ein Witz. Ja, ganz ehrlich. Der Dennis wieder hier rumschießt. Was war das gerade? Hey, Benny, wir können doch über alles reden. Oh, wieder umgefallen. Hey, ich dachte, wir wären Freunde, Heideltraut. Ich dachte, wir wären guter Freund. Tötet euch alle. Fick dich, Junge, fick dich. Ja, du hast richtig gesehen, Benny. Boah. Einfach totgehauen. Pock. Ist aber nicht nett. Pock. Einmal auf den Kopf und tot. Leg dich nicht mit Curry an. Wir schießen auf mich. Ein geheimer Spion. Ah, du bist es, ne? Benny, du hast auf mich geschossen, oder? Nee. Wirst du da nie tun, ne? Ich bin hier nicht sneaky im Flusstal unterwegs. Ach, schade, Alter. Oh mein Gott, nein. Ja, ich weiß, ich hab den Punkt gesehen, der die ganze Zeit um mich herumgelaufen ist. Ja, ich warte dich gerade am Visier, mein Lieber. Aber nix da. Ja, yeah, adios, amigo. Boah, wie die eine tiefe Alter! Boah! Was passiert hier? Die Cops, die drehen ab. Die Cops drehen ab. Na, den kippen wir doch! Du Schwein, ich wollte mich gegen die Polizei verteidigen. Warum tust du die? Tatü-tata! Wir stehen da direkt neben mir. Kann doch nicht der Benny sein. Ach Mann. Tatü-tata. Hast aber nicht geschaltet wie Lucky Luke, Benny. Tatü-tata. Ich warte immer erst ab. Weißt du, nicht so Kill on Sight. Aua. Nein. Tatü-tata. Trulli, trulli, tralalala. Harrys Mutti ist wieder da. Ah. Räudige. Wie ich dich da weggeballert habe, wie du mich erschießen wolltest und dich getroffen hast. Schön. Gleich lachst du nicht mehr. Ja, da oben auf dem Berg steht er wieder, weißt du? Nee. Boah. Wie der runterfällt, ey, geil. Schön. Oh. Alles klar, Curry. Kevin. Ja, quitt sind wir noch nicht. Kevin. So kommst du mir nicht davon. Wie du hörst, wieder auf die Tasten hämmert, ey. Ja, ne? So, wo ist die so? Oh, Currywurst steht auch auf meiner Liste. Wurst? Musst du noch einkaufen oder was? Curry King. Oma, haben wir noch Curry King? Ist mir doch wurscht. Da haben wir den ersten. Oh, der rollt. Ha, hat er dazugelernt. Mhm. Mein Lieber, habe ich dazugelernt. Ja. So eine Kacke. Ja. Ich bin mittlerweile ein Pro. Und der rollt, hat er dazugelernt. Jetzt rollt er auch, der Mongo.
Nein, wir rollen. Ah, nein, Benjamin, du Elefant. Von hinten, ne? Oh, ja, wie Benjamin. Das magst. Mit deinem großen Rüssel, was? Von hinten, wie du es magst. So schön. Wir stimmen mit dem Benny gerade in dieser Folge Alter. Nicht. Wir haben den Rage-Benny am Start heute. Wo war der Gui? Ach, ernsthaft, Curry, du bringst alle um? Nein, ernsthaft, Curry, du bringst alle um? Boah. Nee. Nee, was war das für ein Ton? Was war das denn, Alter? Ich bin taub. My bitch up. Dennis kommt vor. Boah, Dennis, Alter. Bullet Dennis. Hat er sich schon wieder die Eier zusammengeschnürt. Oh. Sicher, weißt du doch. Ich rufe gleich beim Domian an. Ob man da noch welche haben kann. Letztens hat beim Domian einen angerufen, der hat gesagt, er hat Sex mit seinem Motorrad. Boah. Wie geht das denn? Ja, mit dem Auspuff. Boah. Oh, ich habe gerade eine Störung irgendwie hier. Der kleine Sniper-Camper. Hörst du die Störung? Alter, hör auf mit so einer Scheiße. Das wäre das eine Störung, einfach nur behindert bist du. Nein! Wie der Benny auf mich rumhüpft. Was, Benny, was? Der Benny hat eine Minute mit seinem kurzen Büchschen da. Oh, komm, wer läuft denn da? Wer läuft denn da? Oh, ich hab hier wieder Welpen. Wie so eine Robbe. Nee, Welpen. Welpen, ah, oh Gott, nein, die armen Welpen. Okay. Oh, wer will Pedigree? Aber du musst ja doch mitschreien. Dein Vater schreit mit, du Arsch. Weißt du, Curry, wäre dein Vater, wäre der Hund nicht dein Vater, wäre ich jetzt dann. Ach, leck mich, keine Ahnung, wie der Spruch geht. Wäre der Hund nicht dein Vater, wäre ich jetzt dein Hund oder was? Fuck, wo zieht der Spasten hin? ihr hört euch an wie Mäuse oder so. Mit dem oder wie Meerschweinchen. Nein! Ja, Curry. Rache ist süß. Rache ist Blutwurst. Ja, wer könnte da? Wer könnte da? Rache ist Blut. Benjamin! Nee. War er schneller. Sorzo! Wie er den Berg runtergefallen ist. Oh, das tut weh. Ich hab dich aber auch noch gekriegt, mein Lieber. Ja, tut weh. Ich hab mir ein bisschen die letzten Arschschritte gemerkt. Ja, das war was Schönes. Du hast gerade angehört wie Carmen Geist. Ah, der Curry. Ich hab dich immer im Auge, Baby. Robert! Nein! Mann, zu viele auf einmal. Der Curry was? Da oben auf dem Berg. Was? Zu viele Männer? Der Saratzer. Was? Du was? Ja, guck mal, wie ich die einzelnen Schüsse hier. Von wem wieder da? Von welchem Stibitzer da? Jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss, sagt der Benny. Mist. Hey. Der Currywurst hat mich gezielt ausgeschaltet. So. Ich bin ein Sniper. Okay, immer wenn wir abgeknallt werden, müssen wir Hundegeräusche. Eigentlich ja, ja, das könnte dir so gefallen. Ich dachte mir, hier gibt's voll das Riesen. Und sagen, ey, soll man nochmal probieren, nix, ob ich will nicht, dass du dich befummelst. Mit Benzin oder so? Was hast du gesagt, Benny? Was hast du gesagt, Benny? Was hast du gesagt, Benny? Curry. Curry. Ich kann mal erzählen, wie der Curry und ich haben mal eine Aber-Mission aufgenommen. Und wir wollten das richtig authentisch machen, so weißt du. Passt zum Thema jetzt, ne? Und dann ist der Hubschrauber abgestürzt. Und dann sag ich so, oh mein Gott, wie ich Schützen hab. Und dann Curry macht folgendes Geräusch. Danach haben wir uns 4 Stunden lang darüber kaputt gelacht, weil das so behindert war, Alter. Also Curry, ins Schauspieler ist an dir nicht verloren gegangen. Alter, das war niemals so hell. Das war niemals so hell. Ey, das ist aber eine gute Idee, dass wir uns so eine Rolle überlegen, mal so ein Roleplay machen. Find ich lade euch jetzt zum Rennen. Ich lade euch jetzt zum Rennen ein, Leute. Roleplay. Boah. Guck mal aufs Handy, guck mal aufs Handy. Mädchen, guck mal aufs Handy. Aufs Handy drauf. Ich bin tot. Da. Keine Jobs. Warte. Keine Jobs. Warte. Keine Jobs. Warte.
Keine Jobs. Warte. Ey, weißt du was? Keine Jobs. So, jetzt kommt ihr jetzt aufs Handy gucken. Jetzt. Können wir es einladen? Loki, Loki. Keine Jobs. Da. Keine. Ich kann... Was ist da los? Falling and Flying? Ja, Falling and Flying. Ich kann dich irgendwie nicht einladen, Benjamin. Wieso? Keine Jobs. Was kann in der nächsten Sinn. Folge machen, oder was? Ja, komm, können wir das nicht schon mal machen? Ihr wisst ja, was ich gerne machen würde. Ich würde gerne nochmal zum Handfeldrennen und probieren, das abzufackeln, was dann passiert. Aber das ist so ein schönes Rennen hier. Aber ja, das machen wir dann in der nächsten Episode, oder? Aber das kenne ich auch, Falling and Flying, oder? Ja, das kennen wir doch schon. Du fällst dann nur runter und dann fährst du. Ja? Ja. Nein. Ach, ja. Dennis. Ach doch, ich kenne das, klar. Ja. Aber Great Money steht da. Great Money. Jetzt will er auch noch cheaten, ey. Also, ja, weißt du. Ich finde Great Money gut. Ja, ja. Das finde ich auch gut eigentlich. Ja gut, dann fahren wir das jetzt. Aber ich will das Handfeld abfackeln. Hat nicht einer Benzin? Doch. Nee. Ja, dann komm doch mal rüber hier. Lass ja, ich komme mal rüber. Deswegen aber jetzt bin ich bestimmt ganz woanders. Ja, das dürfte passieren. Das ja. Nee, ich bin da. Ich bin genau da wieder. Ich ja? Bin so, die Handpflanzen noch respawned. Ich bin im Ladescreen. Rotes Gummibuch. Warum im Ladescreen? Aber so, den bin ich mitten in der Stadt. Herzlichen Glückwunsch. Lässt ja, mich nicht mal einsteigen, oder was? Was bist du denn? Das sieht so lustig aus. War so klar. Okay, ich warte auf dich, warte auf dich. Aber nicht. Brauch ich ein Flugzeug oder so? Der bin ich so. Alle sind da normal gespawnt. Und ach, leck mich, ich wusste es doch, ey. Ah, ja, Curry. Dich doch immer, lustig. Mein kleiner Schlawiner. Ich will mir das Ketchup dann da rausläuft. Hallo, wie das Ketchup. Wie der Ketchup? Das Ketchup? Ja, mit der Ketchup. Der Ketchup. Sagte der weise Sarazza. Ja, Benny, du, Curry, du musst schon treffen, ne? Ich hab extra daneben geschossen. Die haben jetzt seine Kackrollen immer, ey. Noob, Alter. Ich bin ein Rolli-Bolli-Bolli. Was? Ey! Boah, es wäre voll cool, wenn man davon wirklich so auf den Trip kommen würde. Ja, ich würde das gerne abbrennen, so wie bei Altis, ne? Komm, auf einmal die Aliens. Komm, lass uns einmal hier kurz zusammenfinden. Dann beten wir Dennis. Für das heilige Hanf. Für das heilige Hanf. Heilige Hanf. Oh, wie willst Hanf du das machen abfackeln? Machen uns ein paar Leinenhosen. Wie willst gib du das denn abfackeln? Gib das Hanf frei, das Hanf frei. Lass uns hier treffen, meint er, weißt du? Oh. Ja, bei dir habe ich noch eine Rechnung offen gehabt. Das hat er irgendwie bei jedem Köpfen. Ja, nee, bei dir nicht mehr, weil ich habe ja mehr Kills als du. So, bin unterwegs. Okay, ich komme auch zum Handfeld. Ich komme auch zum Handfeld. Ich erschieße euch jetzt nicht. Also doch, pass auf. Ey, setz schon an. Pack die Waffe weg, pack die Waffe weg. Jetzt muss ich meinen gewaltigen... Nein. Nee, nee. Ey, hör auf. Jetzt muss ich ihn einmal umbringen, Dennis. Oh, ja, 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 ja. Ey, das war echt traurig. Wir können es ihm nicht lassen, kann das sein? Ist doch blöd, ey. Dass ich jetzt nochmal alles hier lang fliegen oder fahren oder was auch immer muss. Ich mach das Handfeld kaputt. Nein, mach's nicht kaputt. Muss abbrennen. Ja, weil er will noch was mitnehmen. Nee, das muss abbrennen, nicht jetzt umknicken alles. Wie willst du das denn anpacken? Das ist wieder zerrupft. Ja, mit Benzin. Mal gucken, was passiert. Ja, komm. Hat jemand Benzin? Ja, der Benny. Oder habt ihr Benzin? Nö. Benzin! Aua! So, das war von gerade eben noch, du Arsch. Komm her. Richtig hart prügelt, wie von deinem Vater damals immer. Komm her. Ist nicht lustig. Nee, ist nicht lustig. Ist nicht lustig. Du blöder Stimmungskiller, Benny. Curry! 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 Der Curry! Curry! So ein Spaß. Da schleicht er sich wieder an hier. Ja, komm. Daddy hat hier den Gürtel nicht umsonst an der Hose. Komm. Alter. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Na, der nächste bitte. Komm her. Guten Tag. Oh, nee. Guten Tag. Gangangriff. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Komm her, komm her, komm her, komm her. Guten Tag. Guten Tag. Ich hab gehört, sie wollen ihre Taprügel abholen. Aua. Ja. Ich hab gedacht, du bist deine. Alter, komm her. Was bist du denn für Cheater? Ganz
Ich bin der King hier, King of the Drug Field. King of the Drug? Ja, komm her, komm mal hier. Ja, komm runter, komm runter. Komm her, komm mal hier, provoziere ich dich gerade, oder was? Ja, provozierst mich. Warte mal, 13-13 steht. Eigentlich könnten wir jetzt echt gut damit sein. An 13-10? Ach so. Ja. Jetzt, nee, jetzt ist gut. Ich muss noch. Ah, nee, der Wattle muss noch aufholen ein bisschen. Oh, ich fall grad einen Berg runter. Nein! Wo bist du denn, Benny? Ah, ich bin irgendwo in der Pampa. Beim Flughafen. Ich wollte auf ein schnelleres Gefährt umsteigen. Und dann bin ich in einen Gangangriff geraten. Und eine ganz lange Geschichte. Ja, der Benny steckt überall drin. Benny, reg dich doch mal auf gerade. Ja, scheiße hier alles, Mann. Lass mich hier weg, ihr Fotzenköpfe hier. Oh, Entschuldigung. Warte mal. Nee, geht jetzt nicht, oder was? Nein! Oh. Jetzt reiz, Wolle. Jetzt geht's. Jetzt hol ich das Babyöl raus und reib dich ein damit. Was? Hallo? Alter. Ey, so eine Verarsche. Ich wollte mal hier ein neues Flugzeug ausprobieren. Geht nicht. Na toll. Curry. Curry. Wir müssen hier zusammenarbeiten. Wir nehmen Dennis gleich ran wie ein Straßenköter, darauf steht er. Du weißt, man soll nicht schlecht über seine Eltern reden. Was? Nicht wahr. Wer ist das denn da? Oh! Wuff, wuff, du bist tot. Kleines Bitch-Geburt. Du was? Ich hab doch gesagt, das ist unser Geheimnis. Meine Mutter kann halt nichts dafür. Das nehme ich zurück. Also. Okay. Ja. Sie war doch ein Rüde. Du bist so ein Spasti, Alter. Oh, ich falle. Fuck. Oh, ich falle. Ja, Benny, sagst du Bescheid, wenn du denn da bist, ne? Oder so. Ach so. Achso, ja. Kann auch ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Guck mal, wie er immer schießt, so weißt du? Ein One-in-One-Baseball-Duell traut er sich nämlich gar nicht. Nee, trau ich mir nicht. Boah, Alter, der Curry ist ja ein mega mieses Dreckschwein. Endlich sagt das jemand mal in der Öffentlichkeit. Es gibt so geile Leute, die sich bestimmt wieder aufregen, mit was für Ausdrücken wir um uns werfen. Wichser Hurensohn, Spasti-Arschloch, Curry. Nein. Ja, jetzt habe ich euch beide, ihr kleinen Schnäpfen. Das Ding ist, ich werde ja sowieso von allen immer gehasst. Ich darf mir das erlauben, eher nicht. Warum? Boah. Ich darf das auch. Ja. Wenn ich das zu dir sage. Dann rastest du. Dann rastest du doch mal so richtig aus, komm. Nee. Dann lass ich nur den Benny. Fick dich, du gottverdammter Missgeburt! Guck da unten, da läuft's. Jetzt bist du dran. Alter. Was ist das denn? Der Gremlin. Sortiert oder was zum ja, echt. Der Gremlin. Nein, passt. Wenn ich mich aufreg, dann ist es folgendes Geräusch. Uff. Mhm. Oh, und dann stellen sich bei dir die Ohren immer nach oben, ne? Ja. Bei dir wedelt der Schwanz. Was? Ja. Ach, komm. So, ich bin sofort da. Pass wie auf. Eine Muschi im Sande. Wo seid ihr? Alle tot auf einmal. Ist ein Arsch, Alter. Ich lande hier. Sarah, wo ist denn das Arsch. Feld? Ja, danke. Ach, da unten. Ja. Ja. Ich hab voll das alte Flugzeug. Dabei hast. Ja. No! Oh. Alter, Benny, was machst du? Alter. Habt ihr das gesehen? Ich kam mir gerade vor wie bei MH173, oder wie das hieß. Lost. Auf der Drogenplantage. So, jetzt bin ich da. Komm. Was? Kanister. Oh. Eiskalt ist der. Eiskalt. Okay, wir treffen uns jetzt nicht mehr. Der Kanister ist leer. Ich habe ganz schlechte Neuigkeiten.
Du bist doch echt, du bist doch... Nee, du hast doch kein Benzin. Benjamin, du musst dich jetzt in die Mitte stellen, wir müssen dich jetzt Benny, alle töten, Benny. Ey, das dürfen wir echt. wir warten hier 10 Minuten, um diesen gottverdammten Weißt du, also ich fühle mich jetzt in den Kommentaren total über den Benny beschweren. Also Benny, ne? Ja, das tut mir echt leid, Mann. Ich hätte nochmal nachgucken Benny, sollen. Aber da sagst du schon... Du uns nochmal einen Aufreger, Benny. Ha. Scheiß Benzin, warum ist das immer leer? Scheiß Benzin! Ich bin ja dafür, dass wir ein neues Bild kommen, Benny an der Tankstelle oder also so. Also das war ja nix, die Folge, ne? Das war ja wirklich nix. Alter, Curry, wie bist du denn da lang geflogen? Nein! Alter, ich muss nachladen, scheiße! Alter, ich konnte nicht schießen die ganze Zeit, weil ich das runtergeholt bin. Na ah, gut, dann machen wir jetzt. Ey, pass auf, dann werfen wir da Granaten ins Handfeld. Alle zeitgleich, komm. Ja. Granaten. Habt ihr noch welche? Nee. Warte, nicht schießen gerade mal. Ich hab noch Haftbomben, ich kann das alles in die Luft jagen. Herr Benny hat doch Benzin. Nee, ist leer. Och, deswegen Benny. Dachte ich auch, ich hätte welches. Hier, warte, ich möchte Och, das auch Benny. Gerne sehen. Och, Benny. Ja, es tut mir Benny. Leid. Benny. Ich hab leider sonst nichts. Okay, will noch wer Haftbomben reinwerfen? Ich hab keine. Ey! So, Benjamin! Okay. Okay. Dann kriegt ihr es nicht mit, weil ihr euch geärgert habt. Ja, ich musste den Benny noch einen rüberziehen. Hat ihm ein Gefühl, hat er noch. Ich hab mich lange nicht mehr mit dem Benny gecatcht, das muss jetzt alles mal raus. Die Emotionen, Ready? Weißt du? Nein, warte. Warte, ich bin jetzt da. Die Uli Hoeneß, tralala. Warte. Jetzt. Ganja Farmer! Boah. Brennt leider nicht. Eine Bombenlöcher sind da, um gestopft zu werden. Majoli. Das ist echt lustig. Oh ja, boah! Seh du die scheiße Knappe mal fliegen, Alter. Und einen wunderschönen Tag, liebe Freunde. Ciao. Ciao. Bautzi. Was? Naja, das war ja recht unspektakulär, dieses Handfeld, aber dafür haben wir ein paar lustige Sprüche gebracht. Gib das Nimm's Hand bitte frei! Nicht zu, übel, willst du noch ein Lied singen zum Abschluss, Dennis? Das Komm. Hand frei! Paradise! Oh! Das muss reichen, tschüss.